bin ich wieder, die Anne von Strick mit Kick, das Mädchen mit dem Hut. Es ist wieder Strick mit Kick Freitag, Freunde. Ich begrüße euch ganz herzlich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch aber auch ganz herzlich, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt. Ihr habt eine Menge verpasst, aber ihr könnt ja noch eine Menge nachgucken. So, ihr könnt mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, warte, da abonnieren, da ist ein Knopf, da könnt ihr raufdrücken, tut nicht weh. Und dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn wieder neue Ergüsse von mir hier zu finden sind. Es geht ums Stricken, es geht ums Färben, es geht um meine selbstgefärbte Wolle, die ihr auch in meinem Shop erwerben könnt und auch Zubehör unter www.strick-mit-kick.de. Ihr findet mich aber auch auf Instagram, auf Facebook unter Strick mit Kick. Ja, da könnt ihr gucken. Könnt ihr mich auch gerne abonnieren bei Instagram, könnt ihr mir followen. Würde ich mich freuen. So, Freunde, Werbung. Ich sag's mal einfach so. So, Freunde, wir sind wieder da. So, Ferien sind vorbei, erste Woche Schule. Freunde, Frühjahr, oder es gab so im Kindergarten und so auch Zeiten, wo ich gedacht habe, oh, ist auch gut, wenn der Urlaub wieder vorbei ist und die Kinder weg können, ne? Aber diese Ferien war es so, dass ich dachte, boah, eigentlich könnte das hier noch so ein paar Wochen weitergehen, ne? Ich glaube, ich hatte es schon wieder irgendwie so ein bisschen im Urin, ne? Oh! Die Schule startete und gleich der erste Tag brachte mein Blut in Wallung. Ah! Oh, Freunde. Oh, da hätte ich ja schon wieder im Strahl, ne? Aber ich habe diesen Tag gut überstanden. Ich habe zum Schmerz geatmet. Und es wurde besser. So, also ersten Schultag wieder haben wir überstanden. Einschulung von Kind 1 haben wir auch überstanden. Die ist ja jetzt auf eine andere Schule gekommen. Und ja, mal gucken, ne? Es bleibt spannend. Kind 2 hat natürlich schon wieder Hausaufgaben auf Kind 1. Nicht. Das war auch in der Schule schon so. Oh, Kind 2 hat immer so gespuckt, ne? Die saß mit ihren Hausaufgaben und ihre Schwester kommt nach Hause. Ich sag, und nö, wieso? Oh, naja. Mal gucken, wie sich das mal so entwickelt, ne? So, heute ist blödes Wetter, aber ich kann schon dicke Socken anziehen und einen dicken Pulli. Oh, ich glaube, der Sommer kommt auch nicht mehr, ne? Warum haben wir diesen Pool gekauft dieses Jahr? Naja, egal. So, also Freunde, ist also Zeit zum Stricken. Ich habe auch gestrickt. Und ihr seht, ich habe hier schon wieder mein, was noch keinen Namen anhat, an, ne? Ja, ich bräuchte mal langsam einen Namen und irgendwann, wenn das Phantom zu Ende ist mit dem Teststrick, dann schmeiße ich den mal in die Teststrickbox. Also wer Bock hat, kann schon mal irgendwie so leicht erregt hier schreien und hier unten reinschreiben oder so. Und ich habe den eigentlich heute nur angezogen, weil ich habe gedacht, schnell was anziehen. Aber Freunde, ich bin so begeistert, ne? Also so sehr ich ja auch zwischendurch die Unlust hatte, weil dieses Ding nicht fertig wurde und gefühlt nicht länger wurde und nicht länger wurde und nicht länger wurde. Und ich gesagt habe, Lauflänge 700, 800 Meter, ne? Aber Freunde, es hat sich gelohnt. Also ich kann das nur empfehlen. Also, das ist so, das ist genau richtig. Ist genau richtig für den Sommer. Also 400 Meter Lauflänge wäre mir einfach schon zu lang. Zu dick, zu, hast du nicht gesehen. Das dauert zwar länger. Und da braucht man irgendwie sehr viel Motivation oder Schokolade oder irgendwie sowas. Schokolade, na, Schokolade ist auch doof, ne? Ja, keine Ahnung. Prosecco. weil man irgendwann zwischendurch so denkt, oh, also so ging es mir, ne? Also es geht euch natürlich nicht so. Wenn ihr irgendwann meine Anleitung strickt, natürlich habt ihr da von vorne bis hinten Spaß. Na klar. Aber ja, also muss ich sagen, finde ich gut. Also ich bin wieder versöhnt mit dem Ding, ne? Also solange ich daran noch gestrickt habe, aber es hat sich gelohnt. So, und ich habe aber was Neues auf den Nadeln, was aber eigentlich schon wieder runter ist. Ja, die Anne ist schnell gewesen diese Woche. zuerst habe ich den Socken fertig gestrickt. Ich habe euch den ja in der letzten Woche gezeigt. Oh, da sind schon wieder die Haare, ne? Ich hatte zwischendurch Wolle. Welche Wolle war das? Da waren mal keine Haare drin. Hä? Also bei dem Jack ist auch schon wieder da, aber was war das? War das wirklich die dünne Wolle? Ja, ich glaube, das war sogar die dünne Wolle, ne? Naja. So, also habe ich euch ja meine Socke gezeigt. So, sie ist fertig. Ich komme mal nie her. So, ne? Hier mit Rüschi-Büschi. So. Ich hatte ja noch letzte Woche gesagt, dass ich noch überlegt habe, ob ich
das Knäuel abwickel, um dann zum Lila hier wieder zu kommen, zu diesem Altrosa, Rosenholz, wie auch immer, keine Ahnung. Aber Kind 1 hat gesagt, nein, rosa. Habe ich gedacht, ja gut, dann halt so, ist ja auch Wurst eigentlich, ne? Und ich habe dieses Mal, und ich glaube, das gefällt mir besser, ich weiß nicht, ist das die Bändchenspitze? Das ist die Spitze, die ich immer stricke. Ich glaube, das ist die Bändchenspitze. Ne? So, hier. Hier, ne? Und sonst habe ich die immer über zwei Maschen gestrickt. Das heißt, ich habe immer eine Masche am Ende bzw. Anfang stehen lassen und davor oder danach halt zwei zusammen gemacht. Diesmal habe ich aber zwei am Anfang oder am Ende der Nadel stehen lassen, also je nachdem, wo man war, ne? Sodass die breiter ist. Und ich glaube, das gefällt mir besser. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. Aber ich glaube, ich werde mich nochmal nach anderen Spitzen umgucken. Was kann man noch für Spitzen stricken? Sag mal Bescheid. Ich muss das nochmal googeln. Irgendwie, weil ich habe hier immer so ein, hier, seht ihr das? Da ist immer so Luft. Aber immer nur auf der einen Seite. Das liegt bestimmt daran, wie man die zusammenstrickt, ne? Ja, und das nervt mich immer so ein bisschen bei der Spitze. Aber gibt bestimmt andere Spitzen, ne? Sag doch mal, gib doch mal einen Tipp. Dann mache ich die nächsten Socken mal mit einer anderen Spitze. Weil die nächsten Socken kommen ja bestimmt, Freunde, denn, da komme ich nachher zu, es gibt wieder einen neuen Sockenclub, Freunde, ne? Also wie gesagt, der ist fertig und der zweite ist sogar schon angefangen, Freunde. Also da habe ich schon Maschen aufgenommen und schon die ersten zwei reingestrickt, ne? Und dann geht's jetzt los. Die strickten sich eigentlich ganz schnell weg, bestimmt, weil es eben auch einfach nur glatt rechts gestrickt ist, ne? So, weil ich habe ja gelernt, ne, aus meiner letzten Odyssee, ne, wo dann der eine Socken kürzer war als der andere und, ne, weil wenn man zu viel Platz dazwischen lässt, zu viel Zeit, dann kann das sein, dass sich das vertüdelt, ne, dass man dann wieder gucken muss, wie viele rein und oh, also stricke ich dann jetzt den zweiten fertig. So, also der erste ist von der Nadel gehubbelt und der zweite ist drauf. Habe ich euch jetzt nicht gezeigt, finde ich, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, ne? Und dann hatte ich euch ja in der letzten Woche gezeigt, dass ich ein, ja, eigentlich war der Plan ein Topflappen. Das ist wieder, ne? Meine Pläne und das, was dabei rauskommt. So, und, und da habe ich euch ja gesagt, oh, dass ich das, dass mein Hirn war nicht in der Lage, diese Strickschrift irgendwie anzupassen. Mal eben so. Das heißt, ich saß ja da und habe das dann per Hand, das Muster, was dann aber ein anderes Muster geworden ist, ist aber nicht schlimm. Und das habe ich jetzt gestrickt und es ist fertig. So, ich zeige euch das erstmal. Ich habe den Faden noch nicht vernäht. So, gucke. Bei Instagram habe ich es auch schon gezeigt. So, guckt euch das mal. Schön, ne? Boah, ich finde das total schön. Ah, hier leuchtet das so durch, ne? Und das ist eben auch das Ding, es leuchtet so durch. Ich habe, womit habe ich denn angefangen? Oh, meine Nase juckt heute. Wie verrückt. Ach, furchtbar. Zweieinhalber? Ich glaube, zweieinhalber oder dreier Nadel habe ich das gestrickt. Ich habe jetzt natürlich, natürlich, ich bin noch vorbereitet, Freunde. Ich hatte ja dieses Prolana mir gekauft, Basic Cotton. Also pass auf, Freunde, wenn ihr das nachstricken wollt, könnt ihr das sehen. Könnt ihr es sehen? Ja, ne? So, und das ist eben mercerisierte und gasierte Baumwolle. 50 Gramm, 125 Meter. Also 250 Meter auf 100 Gramm. So. Und dann habe ich das gestrickt und fand das also zu durchscheinig. Ne? Also wenn ich euch das jetzt mal hier hinten zeige, könnt ihr ja, also ne, so, wenn man was dahinter hält, ist okay. So. Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich mit einer Zweiernadel gestrickt und fand es dann aber trotzdem, also aber weniger als zwei hatte ich dann nicht. Also da war dann mein Vorrat erschöpft leider. Und gibt es eigentlich kleiner? Bei Sockennadeln ja, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob so bei Rundstrick. Bestimmt, aber ja, bestimmt, ne? Ich glaube, bei Shiagu oder so. Gibt es da so ein super Mini-Set? Ich glaube. Na, auf jeden Fall hatte ich nicht. Ich hatte nur die Zweier. Und dann habe ich gestrickt und habe dann schon immer gedacht, boah, ich weiß nicht, also für Topflappen, ne? Ich weiß nicht, ob das aushält.
Und dann hatte ich jetzt auch nochmal in der einen Facebook-Gruppe so ein bisschen gefragt, natürlich nachdem das Ding fertig war. Und die meinten eben, die würden dann, also hatte ich auch zwischendurch schon überlegt, den Faden doppelt zu nehmen, weil ich hatte mir ja zwei Knäuel hiervon gekauft, wäre nicht das Ding gewesen. Aber ich habe gedacht, boah, ne, dann wird das zu dick, ne? Aber, ja, hätte ich wohl machen sollen. Aber, Freunde, dann ist das eben halt ein Waschlappen, ne? Toll, voll elegant, ne? So ein Waschlappen. Finde ich total gut. Oder ein Spüli, aber so Spültuch, weiß ich nicht. Aber so ein Waschlappen? Ja, bestimmt. Toll, ne? Also, und ich habe mir überlegt, ich stelle euch die Anleitung rein. Kostenlos, Freunde, ne? Ja, habe ich gedacht, komm, ich hau hier mal raus. Genau, finde ich schön. Und ist, aber ich muss sagen, hier, ich zeige euch das nochmal. Hier so. Ich muss sagen, es sind zwar nur rechte und linke Maschen sozusagen, aber man muss aufpassen. Also ich habe auch schon überlegt, ob man das Muster mal so pulli-mäßig machen könnte, ne? Guck mal, das hier so, ich komme mal dichter. So als Pulli. Hier so oben in der Rundpass. Ich bin ja jetzt voll auf dem Rundpassentrip, Freunde, ne? Ja. Aber, oh, wie oft ich mich hier verzählt habe, ne? Musste ich wieder, und das sind ja nur ein paar Maschen gewesen, ich weiß gar nicht, wie viele Maschen das waren, ne? Und dann denke ich so, boah, wenn du strickst und dann irgendwie deine, was weiß ich, wie viel, 300.000 Maschen hast, und dann kriegst du irgendwie mit, wisst ihr, was ich meine? Und dann musst du den ganzen Mist wieder da zurückstricken. Weiß ich noch nicht. Weiß ich, aber cool finde ich es. Also ich finde, das ist, finde ich gut. Also ich würde jetzt nicht so einen ganzen Pulli damit stricken, aber irgendwie so als Dings. Aber wie gesagt, Freunde, ich stelle euch das in den Shop unter Anleitung. Und da könnt ihr dann gucken. Dann könnt ihr das nachstricken. Ist ja bei Weihnachten, Freunde. Also Hacken und Teer, ne? Ich kann euch nur leider nicht mit Wolle dienen. Baumwolle habe ich nicht. Weil Baumwolle kriegt man so schwer gefärbt. Also, oder, weiß ich nicht, ob schwer gefärbt, aber kriegt man halt nicht so einfach gefärbt. Ich habe mich auch noch nicht mit befasst, wie man Baumwolle färbt. Muss ja irgendwie gehen, ne? Man kriegt ja auch bunte Baumwolle, ne? Aber, keine Ahnung, ich glaube, da braucht man dann noch extra Chemie oder so, weiß ich nicht. Also Baumwolle, na, da bin ich noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr, Freunde, aber dieses Jahr gibt es keine Baumwolle bei mir. So, genau, so, das ist das. Und dann, ja, ihr glaubt es nicht, ne? Also wie gesagt, also hier eigentlich vom Lappen könnte dann noch ein zweiter kommen, also ein zweiten, ich kann das ja anders stricken, weil es sind ja nur keine Topflappen. Also brauchen da auch nicht zwei gleiche kommen, ne? Beim Waschlappen ist das egal, da brauche ich ja nicht zwei gleiche. Ja, aber ich hatte mir ja noch eine andere Farbe gekauft, die ich jetzt aber nicht da habe. Aber die hatte ich euch ja letzte Woche gezeigt, ne? Die so beige mit so leicht ins Rosé so geht. Und vielleicht, ja, da werde ich den zweiten, ja, werde ich so einen zweiten Waschlappen machen, gibt's in der Mühle. Freunde, kommt in die Mühle am ersten Samstag, ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, welches Datum genau. Zweiter, warte. Ach, bei mir, Freunde, auf meinem Kalender ist immer noch März. Ja, also, also auf jeden Fall erster Samstag im September. Ist wieder Mühle. Bin ich in der Mühle, am Sonntag dann wahrscheinlich auch, weil da ist Tag des offenen Denkmals. Ja. Also bin ich da, Freunde, kommt vorbei, könnt ihr Waschlappen kaufen. So. Ah ja, also wie gesagt, also ich habe den zweiten Socken auf der Nadel. Ich habe praktisch schon den nächsten Waschlappen auf der Nadel. Ja, das war gut. Das war gut. Also wäre nicht so viel am Wochenende los gewesen, hätte ich den tatsächlich am Wochenende an einem Tag geschafft. Ja, aber es kam mal wieder das Leben dazwischen. Oh, also, oh ja, ich drifte gerade ab, weil ich denke, was ich noch alles auf dem Zettel habe, ne? Wir sind zum Beispiel am Samstag zur Silberhochzeit eingeladen. Pff, da haben wir noch nichts vorbereitet, ne? Also wir haben schon einen Plan. Und ich hoffe, der Plan funktioniert. Ich muss heute Abend erstmal los und hoffe, dass sie nicht irgendwie Betriebsferien oder so haben, weil dann sind wir echt aufgeschmissen. Oh, Freunde, das ist alles nicht schön. So, also, ich weiß gar nicht, was am Wochenende war. Am Wochenende, Freunde, war Bonbonfest bei uns, ne? Alter Schwede. Ich drifte mal kurz ab, ne? Bürgerfest. Bürgerfest in unserer Stadt. So. Höhepunkt für die Kinder ist ja immer
Bonbon-WM, ne? Da fährt dann der Corso hier mit allen hier so Vereine und bla bla bla, fahren dann da und schmeißen Bonbons, ne? So, wie man das halt so macht, ne? Als wirtschaftlich denkender Verein, hast du nicht gesehen, gibt es natürlich meistens billige Bonbons. So, ne? Also von daher, ich finde das immer nicht so ein Highlight. Aber diesmal gab es auch hier Gummibärchen und so, hast du nicht gesehen. So, auf jeden Fall, Freunde. Das erste Mal, als ich hier dieses Bonbonfest praktisch mitgemacht habe, ne? Da waren wir durch Zufall auf dem Marktplatz. Das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen, ne? Da kommen diese Autos mit ihren, mit ihren hier, hallo, Kamelle, hast du nicht gesehen, ne? Und ungelogen, die alten Omas und Opas, die haben die Kinder weggeschubst, um an diese Bonbons zu kommen. Du hast nur gesehen, ah, der hat eine neue Hüfte, der hat eine künstliche Hüfte. Die kamen gar nicht runter, aber die haben erstmal, pff, die, ohne Mist. Ich sag zu meinem Mann, ich sag, was ist denn hier los, ne? 80-Jährige, weißt du, und dann treten die sich runter irgendwie, weil mit der Hüfte kannst du ja nicht mehr so wie früher, ne? Oh, ich habe gedacht, das ist nicht zu fassen. Was ist nicht zu fassen? So. Und dann, als es dann losging, dass die Kinder so, naja, wir wollen auch, ich sag, nicht auf dem Markt. Nicht auf dem Markt, da kommt ihr nicht lebend raus. Dann sind die Alten völlig, völlig von Sinn. So, also wir, ne, so, ja, wir haben jetzt so unsere Straße, unsere Hut. Und dann stehen wir dann. Und dann treffen wir meistens so die ganzen anderen so Leute aus der Schule und so. Ach, Freunde, das juckt aber auch. Meine Güte, das muss aber mal so richtig hier so einen warmen Regen geben bei mir. Meine Güte, ich muss gleich mal aufs Konto gucken. Oh, also wir standen in unserer Straße da, wo wir dann immer stehen. So. Und dann stand neben uns, schon in einiger Entfernung, eine Frau. Also das war keine Oma, ne? Und immer, wenn die warfen, also wir standen hier mit Kind 2, Kind 1 stand irgendwie mit Freundinnen noch weiter da, dann schoss die los und klaute Kind 2 das ganze Süßkramzeug auf dem Fußboden. Jedes Mal. Und insbesondere dann, wenn Gummibärchen oder sowas kam, ne? Oh, ich hab so gekocht, weil ich hab gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich meine, eigentlich ist das so ein Ding für Kinder und nicht für Erwachsene. Oh, und jedes Mal, mein Mann stand schon total genervt, sagte immer zu Kind 2, sieh zu, du musst schneller sein, weißt du, wo ich denke, ist doch scheißegal, aber ist eine Frechheit, ne? Da habe ich immer gedacht, sagst du was oder sagst du nichts, ne? So, ah, ich bin dann auch zu nett, ne? Ich bin dann auch einfach zu nett und will dann keinen Stress und so. Aber ich fand das unmöglich. Freunde, also bitte, wenn ihr auf so ein Fest geht, lasst es doch den Kindern. Also, meine Güte, ne? Oh, so, naja, Kind 2 war nachher irgendwie ernst genervt und dann habe ich aber auch gesagt, aber möchtest du so sein? Also ich meine, vielleicht hatte sie es auch wirklich nötig. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, also das war wirklich wieder so ein Erlebnis, ne? Na, die Möhren hat sie uns überlassen. Das war schon wieder so ein Ding, Freunde. So. Und dann gab es da auch Gespräche, weil wie gesagt, Kind 1 ist ja umgeschult worden, ne? Und dann sind ja so ein paar auch... sind ja mit zu ihr da, ne? Die gehen dann auf die gleiche Schule und dann haben wir uns so getroffen. Und dann so, sag mal, weißt du eigentlich, wie das laufen soll? Am Dienstag? Nee, um 10, ne? Ja, was ist denn? Keine Ahnung. Wie lange geht das? Oh, pff, weiß ich doch nicht. Ich sag, was gibt man denn mit? Ich hab keine Ahnung. Ich sag, haben die Unterricht? Haben die keinen Unterricht? Keiner wusste. Geil, ne? Also wir wussten nichts. Also wir sind da irgendwie hin und haben gesagt, naja, wir lassen uns mal überraschen. Oh, hab ich gedacht, meine Güte, das ist aber auch schon wieder super organisiert. Ne? Dann kommt das Kind mit dem Stundenplan nach Hause. Ich sag, ja, was ist das denn? Da muss ja für studiert haben. Oh Gott, oh, Freunde, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dann sind da irgendwelche Sternchen und dann hast du da unten so eine Legende. Aber es sind keine Sternchen. Ich sag, was heißen denn die Sternchen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die haben auch gesagt, ja, wir wissen gar nicht, was wir morgen, vielleicht machen wir Sport, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wer weiß das schon. Ich sag, wann kommst du denn nach Hause? Ja, pf, keine Ahnung. Ich sag, naja, du weißt ja, wo wir wohnen. Oh Gott, ey, Freunde, das Leben ist ein Abenteuer, ne? Und es gibt dann so, dann habe ich auch so, oh Gott, nee, oh, hört auf, ich muss gleich anfangen zu weinen vor Lachen, ne? Und dann rufen dann aus und manchmal hat mich eine Mutti so panisch angerufen. Oh Gott, weißt du schon, die haben nur 5 Stunden. Ich sag, ja, pf, keine Ahnung, ne? Ja, falls du sie abholen musst, ich sag, die fährt mit dem Bus. Ja, aber weiß sie denn, wann der Bus fährt nach der 5 Stunden? Ich sag, hallo, die kann lesen. Dann kann die da einen Plan gucken. Das wird schon, die wird schon irgendwie nach Hause kommen. Oh Gott, ey.
Oh, ich habe immer im Kindergarten gedacht, also man gut, wenn der Kindergarten vorbei ist, ne? Also so unstrukturiert, hast du nicht gesehen. Aber Freunde, es geht weiter, ne? Also bitte stay tuned, ne? Die nächste Folge kommt bestimmt. Oh Gott. Naja, ist ja schon Donnerstag, ne? Jetzt können wir uns gleich mal erstmal wieder so ein bisschen entspannen. Aber wir können uns nicht entspannen, weil wir haben Silberhochzeit und sowas alles. Oh, ich muss noch so viel organisieren und ich weiß gar nicht, was ist ja morgen? Morgen ist auch noch wieder irgendwann, ne? Oh, hör mir auf. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? So, ich habe noch mehr auf den Nadeln. Ja, das werdet ihr nicht glauben, ne? Also praktisch habe ich ja jetzt drei Sachen gleichzeitig. Yay! Guck mal, ist richtig Stimmung heute in der Hütte, ne? So. So, es wird ein neuer Pulli. Und ich habe ja gesagt, als nächstes wird Jack gestrickt. Und Jack habe ich jetzt angeschlagen. Und Freunde, Jack strickt sich super. Oh ja. Und fasst sich gut an. Also ist ja jetzt meine Premiere mit dem Jack. Aber Freunde, kauft das mal. Ist im Shop. Ist gut. So, ich zeige euch mal das Strickbild. Was stricke ich denn mit einer Nadel? Ach so, könnt ihr mich sehen? Warte. Ach, das ist hier wieder meine Haus- und Hofnadel. Die 3,25 von Shiagoo, ne? Ich liebe ja Shiagoo. Shiagoo. Ach, ihr wisst schon, ne? So, gucke. So. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut rauskommt. Es ist so ein grau-braun eher. Oh, total schön. Und dann habe ich hier. Jetzt kommt der farbige Teil. Also es wird wieder so ein Erguss von mir. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ich habe einen Plan, aber ihr kennt mich ja jetzt, ne? Meine Pläne werden ja meistens durchkreuzt, wie auch immer. Genau, das habe ich mir gefärbt. Guck mal, schön, ne? Das ist so ein Hellblau mit Pink und Grün. Was habe ich denn da noch drin? Pink und Grün. Ach nee, und das Oxfordrot habe ich da auch drin. Ja, finde ich gut. Ich glaube, das kommt hier wieder nicht so. Ah, guck mal, ich muss dichter gehen. Hier, Freunde, da könnt ihr gucken. Ah, guck mal, jetzt nach der 120. Folge weiß ich, wie es geht, ne? Ich muss es euch ganz dicht halten. Dann kommt es ungefähr raus. Ja, finde ich gut. Ich hatte. Also, man lässt sich ja mal so ein bisschen inspirieren, ne? Und das, was ich gesehen hatte, da war eigentlich der bunte Teil dunkler. Und dann, als ich das gefärbt hatte, ich wollte das Blau eigentlich dunkler. Und als ich es drin hatte, dachte ich aber, oh, nicht, dass es wieder irgendwie so ein Ostblau wird, ne? Und da habe ich gedacht, nee, dann lass das jetzt mal. Also ich finde das auch gut. Ich habe nur überlegt, ob das zu hell wäre, aber glaube ich nicht. Ich werde das mal so lassen. So, also Freunde, es wird ein. Warte mal. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so gut auf dem Dings, ne? Auf dem anderen farbigen. Es wird also ein Rollrand am Kragen. Hier. Ne? Und ich mag ja immer, also da ich ja Schilddrüse habe, kann ich immer nicht so enge Kragen haben. Also hier beim Phantom haben auch manche gesagt, weil in den kleineren Größen habe ich eben ja vorher schon weniger Maschen aufgenommen. Und da ist es auch eng anliegender am Hals. Und ganz viele sagen ja, wir mögen das nicht so weit. Ich mag es lieber weit. Also jetzt nicht so, dass immer so der BH-Träger rausrutscht. Aber wie gesagt, durch Schilddrüse und so ist das meine absolute Lieblingsdingsbums oder V oder so, ne? So. Also, guck mal, Freunde, soweit bin ich schon. Eigentlich bin ich fast fertig, ne? So. Und da werde ich jetzt, da muss ich mir gerade, ihr habt schon gesehen, ich habe hier schon Maschenmarkierer drin. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das jetzt mache. Jetzt wird es nämlich spannend, Freunde. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt weitermache. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also, ihr werdet nächste Woche vielleicht hoffentlich sehen, wie es weiter aussieht. Das ist mein Plan jetzt. Also ich kann euch so viel verraten, es wird jetzt vereiseln, wie auch immer, Farben stricken. Ich hatte erst überlegt, Brioche zu stricken, ne? Aber ich habe gedacht, nein, jetzt machst du mal vereiseln. Weil, ich habe ja im Hinterkopf, vielleicht strickt Frau Quickstrick den Test. Also wie halt da Biswollig jetzt das Phantom gestrickt hat. Genau. Mal gucken. Also, da weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Also es wird auf jeden Fall irgendwie zweifarbig. Aber es wird wieder relativ schlicht, bis auf so ein bisschen Bäm. Na, Bämchen. Also nicht Bäm, Bäm. Ne? So.
So, also da müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Nächste Woche seht ihr vielleicht mehr. Oh, ich denke schon. Hier, oh, da habe ich. Na, aber ich habe keine Lust, zurückzustricken. Hier seht ihr das, wo ich mit der zweiten Farbe angefangen habe. Könnt ihr das sehen hier? Ah, oh, hier ist die Treppe, ne? Ah, da habe ich aber auch nicht dran gedacht, als ich die angefangen habe, die zweite Farbe, dass ich das ja mit diesem Hebemaschendings hätte machen müssen können, ne? Dann ist der Übergang ein bisschen hübscher, dann hast du diese Treppe nicht drin. Kennt ihr den? Vielleicht mache ich mal ein Tutorial. Ich habe ja letztens, ein paar von euch haben das bestimmt gesehen, so auf die schnelle Tutorials gemacht. Und in meiner Verzweiflung bei YouTube hochgeladen, weil im Teststrick gab es Verständnisprobleme. Also es gab dann immer noch Verständnisprobleme, weil ich nicht erkannt habe, dass es noch, dass es gar nicht unbedingt das Problem war, wie ich dachte. Aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich diese Videos dann morgens schnell aufgenommen, damit die Leute weiter stricken können. Und dann kriege ich das nicht hochgeladen in diese WhatsApp-Gruppe, weil mein Handy immer sagt, ihr Speicher geht nicht, ihr Speicher. Oh, wo ich gedacht habe, mach mich nicht fertig. Dann habe ich den ganzen Vormittag gesessen und irgendwelche Sachen gelöscht. Ne? Fotos gelöscht, Videos gelöscht, bla bla bla. Ne? Es war nicht zu machen. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ne? So, das war wieder so ein Tag, wo mein ganzer Plan war mal wieder hinfällig. Den ganzen Vormittag, wo ich eigentlich den Rucksack für Kind 1 nehmen wollte. Die wollte nämlich einen speziellen Sportrucksack haben. Den hatten wir mal irgendwo gesehen, wo ich sagte, ja, das kann ich dir auch machen. So, und das war also ein Häschenrucksack, musste das sein, ne? Mit Hasenohren und Püschelschwänzchen und so. Ne? Alles gut, ich war voll vorbereitet. Ich hatte das auch schon zugeschnitten und so. Ne? Aber nein, ich saß den ganzen Vormittag und habe versucht, diese Videos irgendwie zu den Leuten zu bringen. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ne, scheiß der Hund drauf, jetzt muss das bei YouTube schnell hochgeladen werden, damit die Leute gucken können. Mir war schon klar, dass es einige verwirrte Leute geben würde. Irgendwann habe ich dann dazu geschrieben, es ist nur für die Teststricker interessant. Dann hat mir irgendein schlauer Mensch geschrieben, ja, du kannst das ja auch nicht listen. Dann sieht das nicht jeder. Ach, habe ich gedacht, was für ein schlauer Beitrag, ne? Habe ich auch gleich gesagt. Also technisch bin ich ja irgendwie eine Niete, ne? Aber ich habe gesehen, ich habe ganz viele, aber schon von der Geschwindigkeit mehr neue Follower gekriegt bei diesen Rödelvideos. Und das waren so schlechte Aufnahmen, ne? Habe ich ja gedacht, eigentlich ist das hier viel zu professionell. Vielleicht muss ich das ein bisschen primitiver machen. Vielleicht kommen dann noch mehr, ne? Also abonniert mich doch mal. Macht doch mal. Und, genau. Und ja. Und dann habe ich dann im Tutorial gemacht und habe ich gedacht, stehen die Leute so auf Tutorials? Naja, gut, ne? So, dann mache ich, mache ich mal. Dann kann ich euch ja sonst auch mal das Tutorial machen, wer nicht weiß, wie es geht. Mache ich doch mal. Ne? Und dann lade ich das mal hoch zwischendurch. So, genau. Also wie gesagt, diese Treppe könnte man wegkriegen. Und ich habe das diesmal gemacht, dass ich den alten Faden, also von dem grauen hinten, gleich eingewebt habe. Ich habe ja sonst immer 5 Maschen oder so dann doppelt gestrickt. Also mit doppeltem Faden, mit dem neuen und dem alten. Aber ich habe das jetzt mal versucht mit, ich webe den Faden hinten ein. Ja, mal gucken, wie mir das gefällt. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut, glaube ich. Ja, ich glaube schon. So, weil ich finde, habt ihr da sonst einen guten Tipp? Ich finde, also wenn ich das vernähe oder so, ich meine, du musst den Faden ja irgendwann abschneiden. Und manchmal wuselt sich das dann doch irgendwie ein Stück raus, sicherlich so beim Tragen und so. Dann hast du trotzdem innen drin immer, dass du siehst hier, wo das Ende vom Faden ist. Das finde ich total doof. Und manchmal kommt das dann ja auch vorne raus. Also da habe ich definitiv noch Nachholbedarf, was das perfekte Stricken betrifft. Ne? Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt in der Mache. Das wird ein Oversize-Pulli, Freunde. Das ist mein Plan. Ne? Und apropos Oversize, hier das, habt ihr mich jetzt schon im Stehen gesehen? Hier, guck mal, das ist doch noch wieder kürzer geworden. Ich hatte doch letzte Woche gesagt, oh Gott, das ist viel zu lang geworden jetzt nach dem hier Entspannen und so. Und dann hatte ich den Tag an und das hat sich jetzt alles so hingedreht, dass es genau die richtige Länge hat. Ja, ich finde das total gut. Also der ist nicht im Trockner gelandet und so. Das hat, also wie gesagt, das hat genau die richtige Länge. Vorher war der bis hier so. Ne? Ja, genau. Also ja, richtig gut. Finde ich gut. So, bleibt so, kommt nicht in Trockner, wird auch nicht irgendwie nochmal in die Länge gezogen. Ist alles perfekt so, Freunde. Ja, ja, ja. So, also, wie gesagt, das ist auf der Nadel und da werde ich dran stricken.
Mehr habe ich nicht auf der Nadel, Freunde. Reicht aber auch für mich, ne? Ich bin also schwerst begeistert. So viel habe ich sonst nicht gleichzeitig. Habe ich euch mal richtig was rausgehauen heute, ne? So. Und dann wird das nächste Projekt sein. Tada! Karten. Jetzt sagt ihr, Karten, was das denn, ne? Aber der geneigte Zuschauer, und darum ist es wichtig, mich regelmäßig zu gucken, Freunde, damit ihr mir folgen könnt. Also abonniert mich mal hier. Also, ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich dieses Brettchenweben ausprobieren wollte. Ne? Und da habe ich ganz lieb bebilderte Anleitungen gekriegt, wie ich das machen muss, weil ich ja noch nicht den Dreh raus hatte. Ich hatte nur irgendwo gelesen, ja, du sollst ja deinen Gürtel machen und so, und wenn du nicht so einen Webrahmen hast. So, und ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, erstmal so viel Geld für so einen Webrahmen auszugeben, und zum Basteln für so einen Webrahmen da, ne, dieses, habe ich irgendwie keine Zeit, keinen Nerv und so. So. Aber ich weiß jetzt, wie es geht, Freunde, ohne das alles. Vielen Dank nochmal, meine Liebe, ne? So. Und, ich habe mir dann schon mal Spielkarten gekauft, weil man kann das auch mit Spielkarten machen. Und die muss man sich jetzt nur zurechtschneiden, Löcher reinmachen, fertig ist der Lack, ne? Und dann muss ich halt nur noch verstehen, wie es funktioniert, ne? Aber die Voraussetzungen sind da. Ich habe Karten, die noch keine Plättchen sind, aber die Brettchen werden. Ich weiß, wie ich das festtüdeln muss. Dann muss ich nur noch verstehen, wie ich diese Fäden reinziehe, ob S oder Z oder Pf, und wie ich das drehen muss. Und dann bin ich schon fertig. Ja, und ich habe nämlich überlegt, ich mache ja bei uns in der OGS, habe ich mich nochmal breitschlagen lassen dieses Jahr, aber nur noch einen Kurs. Und da habe ich überlegt, ob ich mal guck, ob das kompatibel ist mit Kindern. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Darum muss ich das erstmal testen, Freunde, ne? Das wird also auch kommen. Also erste Stufe ist erstmal diese Brettchen da zurechtschneiden. Und dann kommt Stufe 2, wo ich gucken muss, wie man das dann shared. Ja. So. Was als nächstes? Also auf den Nadeln, Färbung kann ich euch nicht zeigen. Gefärbt habe ich nur meins, weil ich hatte irgendwie keine Zeit. Also übrigens den Rucksack für Kind 1 habe ich nachts um 23:30 genäht, weil nachmittags eben auch noch eine Freundin kam, die sich dann auch nochmal schlau machen wollte, wie das dann am nächsten Tag läuft. So, ja. Die hatte Sitzfleisch. Also kam ich zunächst den Tag. Oh, das war ein Pieptag, ne? So, genau. Und dann also, das Einzige, was ich mir gefärbt hatte, war das. Eben, das ist hier das mal, warte, ich weiß ja jetzt, ich muss euch das hier dichter ranhalten. Ha, guckt mal, schön, ne? Finde ich gut. Also wie gesagt, das ist das im Strang, was ich für den Pulli jetzt nehme. Und das kann euch vielleicht, ich weiß das noch nicht so ganz genau, auch treffen, wenn ihr, und jetzt, zugehört, Ohren gespitzt und aufgehört mit dem Nachbarn zu reden. Es kommt ein neuer Sockenclub. Der Sockenclub wird starten Mitte September und er steht unter dem Zeichen, ich habe euch das ja schon letzte Woche gesagt, ne? Also momentan müsst ihr da durch, momentan ist Romantik das Thema bei mir, Freunde. Und da macht ihr natürlich mit. Ihr sollt ja teilhaben am Strick mit Kickleben hier, ne? So, und darum wird es romantische Färbungen geben. Es wird über 3 Monate, jeweils zumindest des Monats, Mitte September, Mitte Oktober, Mitte November, kriegt ihr Sockenwolle geschickt zum Thema Romantik. Und dazu gibt es hier noch ein kleines Goodie. Weil ich die so schön finde, habe ich gedacht, ihr braucht die auch alle. Guck mal. Also es wird verschiedene geben, weil mein Dealer hatte nicht so viele gleiche. Also, so kann ich nicht arbeiten, ne? So kann ich nicht arbeiten. Aber, schöne. Ich habe die anderen jetzt nicht hier. Es wird dann Zufallprinzip werden, ne? Aber es ist so romantisch. Und dazu kriegt ihr noch Maschenmarkiererleinchen. Romantische Farben. Würde ich sagen. Ich glaube schon. So. Wer mitmachen möchte, Freunde, kann sich anmelden. Ne? Unten hier in den Shownotes, wie heißt das, unten in der Box, unten, da ist ein Link für den Sockenclub. Ne? Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder so zahlreich mitmacht wie letztes Mal. Und Romantik ist das Thema. Ja, ne? Also was ist romantisch, Freunde? Also ich muss sagen, ja, also, ne? Also es wird hier so, vielleicht in der Art, mit solchen Farben, hier mit
diesem Alt, rosa oder rosa oder vielleicht auch weiß mit Sprenkeln und so. Guck ich mal. Ja, ich habe schon einen Plan. Ich habe doch schon einen Plan, Freunde. So, also, wie gesagt, wer das möchte, gerne mitmachen. Freue ich mich. So, diesmal aber wahrscheinlich, also der Sockenclub erstmal ohne Anleitung. Wenn ich noch, ich habe eine richtig coole Idee. Das gibt es dann, wenn ich das bis dahin schaffen sollte, noch als Goodie obendrauf. Die Sockenanleitung, was ich da so im Kopf habe. Aber geplant ist der Sockenclub erstmal nur Socke, hier Wolle und hier Maschenmarkierer-Döschen mit Maschenmarkierer. Ne? Also macht gerne mit. Ja. Und was ist sonst an meinem fulminanten Unternehmen passiert? Ich war ja gestern hier auf dem Pirsch hier, um die Maschenmarkierer-Döschen zu besorgen. Und dann überkam es mich so. Manchmal, das ist ja so Schicksal, ne? Also ich durch Lübeck gepeikt, zack, 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 zack. Und dann denke ich, warte, Teeladen, Freundin. Teeladen. So. Und dann bin ich da rein und sage, Tach, ne? Ich sage, ich trinke ja immer euren Tee. Wie ist denn das? Ich muss mal den Chef sprechen. So, und dann... Der ist auch ganz nett, ne? Also ich kaufe da ja öfter meinen Tee oder also eigentlich, ne, so den losen Tee kaufe ich da immer. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe einen Plan. Wie wäre das denn? Und so, und was sagt der? Klar, kriegst du Bröbchen. Und dann kriegt ihr immer, wenn ihr jetzt bestellt, Teebröbchen. Aber noch nicht morgen, übermorgen, hast du nicht gesehen. Wir haben gesagt, wir warten jetzt, wenn der Herbst startet, ne, Freunde, weil dann macht es ja erst richtig Spaß. Und dann bekomme ich Bröbchen und die kriegt ihr dann dazu. Ja, cool, ne? Damit er doch richtig Spaß macht. So, Freunde, so läuft das, ne? Ja, gestern war ein guter Tag. Gestern lief das alles mal so ein bisschen. Kind ist nicht woanders hingefahren. Der ist wirklich nach Hause gefahren mit dem Bus. Weil die ist ja noch nie alleine mit dem Bus gefahren, ne? Ja, es ist immer irgendwie das erste Mal. So hat alles geklappt. Perfekt. So. Habe ich euch noch was zu erzählen? Nö, war eigentlich schon ganz schön viel, ne? Also, wie gesagt. Wenn ihr den Sockenclub wollt, Sockenclub, sagt mir nochmal eine Bändchenspitze und irgendwas wollte ich doch noch von euch, ne? Dann guckt euch sonst das Video nochmal an, ne? Guckt euch das mit Freunden an und so. Letztens habe ich auch schon wieder gehört, ja, mein Mann muss jetzt immer mitgucken. Oder denke ich, oh Gott, die armen Männer, aber die haben scheinbar Spaß. Letztens aus der Klasse von Kind 2, ich habe dich abonniert. Wo ich denke, ah, du streckst doch gar nicht. Doch, ich fange jetzt an. Also Freunde, abonniert, guck mal, alle... Abonniert mich doch einfach, ne? Dann haben wir alle Spaß. So, und ansonsten, ja, habe ich nichts weiter, Freunde. Dann könnt ihr jetzt wieder, könnt ihr ausmachen und könnt weitermachen. Hier, putzen, Wäsche waschen. Mal gucken, was das Kind macht, was schon seit einer Stunde so schreit. Und dann, Freunde, sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Lasst die Nadeln glühen, strickt was Schönes, bleibt entspannt und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss! Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Oder guckt euch einfach andere meiner Videos an, damit euch nicht langweilig wird.